Ich bin's wieder, der Yeshio. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Farming Simulator 19. Heute werde ich einen weiteren Auftrag erledigen. Für die Leonie Faber habe ich mir überlegt, könnten wir jetzt Ballen pressen. Dafür muss erst Gras geschnitten werden, anschließend das Gras zu Ballen gepresst und danach muss es dann mit einer Maschine zu Silageballen eingewickelt werden mit so einer Folie. Dafür habe ich natürlich nicht die richtige Ausrüstung da, deswegen werden wir diese auch wieder für 316 ausleihen, was sehr günstig ist für das alles zusammen, und springen auch direkt wieder zum Hof. So, da ist mein Trecker. Ich weiß nicht, was der dazu sagt, wenn ich das jetzt auf dem diesem Weg hier versuche. Ich versuche mal die Rasenmäh, also den Mähaufsatz hier vorne komplett dran zu hängen. Dadurch werde ich allerdings sehr, sehr frontlastig und dann muss ich schauen, dass ich vielleicht in den... Ja, das funktioniert. Okay. Es hätte jetzt auch sein können, dass der Trecker vorne komplett, ich sag mal, absinkt. Also, dass er hinten abhebt. Dann hätte er sich natürlich nicht mehr so wirklich gut steuern lassen. So, jetzt nehme ich noch die Schwadermaschine dazu. Dann brauche ich nämlich nur einmal fahren. Das heißt, auch einmal fahren zum Mähen und zum Schwadern gleichzeitig. Also, vorne wird erstmal so in breiter Fläche gemäht. Und hinten wird dann so ein Grastunnel gelegt halt. So. Dann fahren wir mal zu Feld 30 rüber. Das ist ja nicht allzu weit weg. Oh, Schild abgenommen. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen raus. So, zoom mal ein bisschen den Zoom-Faktor verändern hier. Dann sieht man das ein bisschen besser. Ich muss jetzt drei Maschinen getrennt voneinander bedienen erstmal. Deswegen werde ich den auch auf jeden Fall anlassen in den Kurven. So, den Bandschwader senken und einschalten. Der läuft schon mal. Jetzt muss ich oben aufs richtige Gerät wechseln. Das heißt, erstmal auf den großen Mähaufsatz. Den auch aufklappen. Senken. Denkt sich natürlich beides, ne? Muss man dann denken. Und auch diesen schon mal anschalten. Der läuft. Und jetzt muss ich natürlich noch den kleinen vorne dazu nehmen. Da muss ich auch noch mal wechseln. Man sieht es immer oben an dem Trecker. Das Mähwerk aufklappen. Genau, so, dann gehen auch da diese seitlichen Flügelchen runter und auch dieses Mähwerk noch einschalten. Senken brauche ich es nicht mehr, aber das macht er halt immer komplett. So, dann fahren wir mal los. Man sieht schön, dass hinten der man sieht gerade, dass irgendwie nicht alles hinten gemäht wird. Das ist nicht gut. Und das Mähwerk nochmal abschalten. Ich glaube, das seitliche Mähwerk ist nicht an. Da muss ich nochmal bei. Das ist eine Sache, die passieren kann. Irgendein Grund hat der vorhin das Einschalten nicht mitbekommen. Und dann so einmal dieses Mähwerk anschalten. Das ist jetzt das vordere. Und dann das hintere auch noch anschalten. Jetzt sind beide an, hoffe ich. Und jetzt funktioniert das auch. Kommt auch gleich viel mehr Wiese bei uns, ne? Wenn man das mal so sieht. Jetzt werde ich natürlich nicht daran gemessen, wie viel das hier mehr, sondern wird jetzt natürlich daran gemessen, wie viele Ballen ich abliefere.
heißt am besten die Wiese perfekt mähen. Alles, was da ist, zu Ballen pressen, Silage verarbeiten und dann erst wegbringen. Das hat den Vorteil, dass man die Möglichkeit hat, nachher auch noch eigene Ballen wegzubringen, also mehr zu verkaufen, um es mal so zu sagen. Oh, jetzt schwadern wir das quasi nochmal. Das heißt, das, was ich auf dem Hinweg gemacht habe, das wird jetzt quasi mit dem, was ich auf dem Rückweg mache, kombiniert. Dann haben wir hier einen Grastunnel liegen auf der linken Seite, den man dann nachher mit der Ballenpresse zu Ballen pressen kann. Das geht dann auch ein bisschen zügiger, braucht man nicht so oft übers Feld fahren. Gehe ich wieder um. Und dann gibt es den nächsten. Man sieht natürlich auch direkt, wo ich halt nicht mehr bearbeiten darf, weil es halt nicht das eigene Feld ist. Sobald ich halt über eine bestimmte Grenze des Feldes hinausgehe, sagt er mir, dass ich da halt keine Wiese mähen darf. Wenn wir jetzt auf dem eigenen Feld unterwegs wären, könnten wir natürlich die Ränder außenrum komplett mitmähen. Natürlich den Vorteil, dass man wesentlich mehr Masse ankriegt. Ja, also um die Felder rum ist ja auch immer noch Gras und das kann man natürlich dann komplett mitnehmen. Ihr merkt schon, das wird hier oben sehr, sehr, sehr langsam. Der Trecker ist doch schon sehr, sehr stark belastet mit dem Ganzen hier. Jetzt halt mehr Geräte dran habe, wie das so eigentlich üblich ist. Also im Eigentlichen wäre es jetzt so, dass ich das breite Mähgestell, was vorne dran ist, dass ich das hinten dran habe am Trecker und das kleine vorne. So wird es auch gezeigt auf Bildern, so funktioniert es auch sehr gut, dann ist der auch ein bisschen schneller unterwegs. Allerdings müsste ich dann zum Schwadern nochmal extra fahren. So spare ich mir natürlich einmal das Feld abzufahren. Er schleppt sich wieder. Oh, oh. 8 Stundenkilometer. Aber immerhin. Na, 7. Okay. Sagen, immerhin wird er nicht noch langsamer. 6, oh doch, hier oben wird es sehr, sehr steil, das ist das Problem. Bei solchen Feldern würde es sich vielleicht auch lohnen, wenn man einfach andersrum fährt, also quer fährt, quer zum Hang. Die anderen Maschinen, die sind halt noch wesentlich ressourcenschonender für den Trecker, das heißt, da wird ja nicht ganz so viel Kraft aufgewendet für den Betrieb der Maschinen, dann haben wir natürlich auch mehr für den Vorschub. Muss ich das halt immer so sehen, jede Maschine, die ich anschließe, die hat ja so einen bestimmten Wert, ja, also Wert an Leistung, die sie quasi dem Trecker wegnimmt. Der Traktor muss die ja quasi mit in Funktion nehmen, mit seiner eigenen Leistung. Und dafür gibt es halt diese Kraftübertragung. Man hat dieses gelbe Ding da mal gesehen, hinten. Das gelbe Teil, was sich da dreht, das ist hier diese Kraftübertragungswelle vom Trecker. Und jedes Gerät, das am Trecker ist, das hat halt so ein Teil und wird halt damit dann auch in Betrieb gehalten. Auch natürlich dann, nur fordert natürlich dann Leistung vom Trecker ab. Und je weniger oder je mehr diese das tun, umso weniger hat er natürlich für den eigenen Vortrieb und dementsprechend schleppt er sich dann hier so den Berg hoch. Normalerweise, ohne dass die Geräte eingeschaltet sind, wäre der viel schneller. Würde wahrscheinlich ganz locker da den Hügel hochfahren. Eine Reihe kann ich noch fahren, dann hat sich das hier mit dem Feld erledigt. Da ist die letzte Reihe, die ich fahren kann. Wie gesagt, wenn es jetzt mein eigenes Feld wäre, dann würde ich jetzt auch noch über den Rand hinaus Wiese abmähen und die dann natürlich auch noch mitnehmen, logisch.
Jetzt nur aufpassen, dass ich die Wiese links nicht zu weit vom Feld weglege. Wenn die nämlich auf dem Nachbargrundstück liegt, dann kann ich sie nicht mehr einsammeln. Also wenn ich jetzt zu weit nach links fahre, dann habe ich nachher keinen Zugriff mehr drauf. So, das haben wir geschafft. Mähwerk zuklappen, dann geht es automatisch aus. Mal das andere Mähwerk hier wählen. Aber auch noch abschalten, so. Und zuklappen. Heben wäre vielleicht auch noch eine Idee, dann bleiben wir damit nicht hängen. Genau, jetzt ist das beides oben. Und dann natürlich den Bandschwader noch abschalten. Bandschwader heben. Abschalten. Und zuklappen. Wollen wir das schwere Gerät wegbringen und uns die Ballenpresse holen. Mal den abkoppeln. Einmal nach vorne, dann kann ich das komplett abkoppeln. Also nicht zerlegen extra. Ballenpresse mitnehmen und zurück zum Feld. Jetzt hier mal, ich nehme mal den Hinterausgang hier. Erstmal den Ballenpresse aufklappen. Pick up senken, so das haben wir. Und die Ballenpresse anschalten, wenn ich in Position bin. So. Los geht's. Da wird jetzt automatisch das Gras gesammelt. Hinten kommen die Grasballen raus. Grasballen selbst, die kann man erstmal, sag mal, nirgendwo so wirklich sinnvoll einsetzen. Tierfutter wäre jetzt, also Futter für die Schafe zum Beispiel, will man jetzt loses Gras für nehmen. Diese Ballen, die presst man eigentlich, wenn man Silage braucht. Also Gras ist ja relativ feucht, mit der Folie drum und damit dann nachher dieses ohne Graszeug draus. Das man dann wiederum als Kuhfutter verwenden kann oder für die Mischration. Ja, man muss ja für das Kuhfutter, für die Mischration muss man ja drei Teile mischen. Man braucht, ich sage mal, einen Teil Heu, zwei Teile, nein, Quatsch, stimmt nicht. Man braucht einen Teil Stroh, zwei Teile Heu und zwei Teile Silage. Das wäre eigentlich das perfekte Mischungsverhältnis, was mir bekannt ist für das Kuhfutter, die Mischration, und damit würden die Kühe dann 100% produzieren. Das Ballenpressen geht eigentlich recht zügig. Das Wickeln und Aufsammeln nachher, das wird wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und das halt bei jedem Ballen einzeln machen muss. Man muss jeden Ballen einmal anfahren, entwickelt werden, muss absetzen und dann den nächsten. Das werde ich mir für das Aufsammeln schon mal ein bisschen erleichtern gleich. Das heißt, ich werde mal so zwei Ballen zusammenlegen. Weil dieser Sammler, den wir da unten stehen haben, der Ballensammler, der kann immer genau zwei Ballen nacheinander direkt aufsammeln. Danach muss er die erstmal wieder senkrecht auf den Hänger stellen. Und anschließend fährt dann dieser Aufsteller wieder zurück. Und erst dann kann er die nächsten Ballen ansammeln. Und um das halt optimal zu nutzen, dass man das fast durchfahren kann, würde ich dann jetzt halt gleich mit dem Ballenwickler die Ballen so ablegen, dass immer zwei zusammenliegen.
Ja, fast geschafft, würde ich sagen. Eine Reihe noch. Wenn ich da hin darf, darf ich ja. Sehr schön. Dann werden wir die Reihe hier auch noch voll machen. Wie gesagt, ich muss halt immer aufpassen, dass ich nicht zu weit aufs Nachbarfeld rüberkomme. Alles, was da liegt, gehört nicht mehr mir, beziehungsweise nicht mehr hier meinem Auftraggeber. Kommen wir da nicht mehr dran. Man sieht halt schon, ne, die Maschine fordert nicht ganz so viel Leistung ab. Wir kommen noch mit einigermaßen viel Speed hier den Berg rauf. Was noch mache ich? Den Ball noch eben abladen. Jetzt mal abschalten das Ganze. Und dann kann ich die fertigen Ballen noch abladen, die drin sind. So. Es war noch ein bisschen Gras drin, das kriege ich aber nicht mehr aus, glaube ich. Ich glaube, so viel kriege ich nicht mehr zusammengesammelt an den Feldrändern. Das ist diese Maschine, die kann ich jetzt hier wieder wegstellen. Und hole mir den Ballenwickler. Damit wären wir am Ende dieses Videos angelangt. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir hier den Auftrag fertig machen. Ein Farming Simulator 19. Bye bye.